das auch gern fotografiert. Oh, da war mein Finger die ganze Zeit im Bild. Hallo Leute und herzlich willkommen aus einem Park, der jetzt vielen vielleicht gar nicht so bekannt vorkommt, denn wir sind hier mitten im Nirgendwo und man sieht auch noch keine Attraktionen. Ja, wir sind im Rastiland, das allererste Mal, ne? Sarah, du warst noch nie hier, oder? Oh, hier ist Mundschutzpflicht. Warst du schon mal hier? Nein, Sarah war auch noch nie hier und ich war auch noch nie hier. Wir werden den Park jetzt unter Corona-Bedingungen einmal besuchen. Wir haben sogar am Eingang eine Freikarte bekommen, dass man quasi nach den Corona-Einschränkungen nochmal kommen kann. Die Achterbahn hat auf, das sehe ich bis hier. Dann lassen wir die mal losfahren, dann können wir nämlich gleich in der ersten Reihe fahren. Super cool. Hier ist der Tunnel. Wir kommen jetzt gerade aus der Achterbahn, die pinke Achterbahn hier im Park. Das ist so das Markenzeichen des Parks fast. Mit dem Eingang, also der Einfahrt zum Park. Wir haben gerade gedacht, wegen dieser Gratiskarte, die wir haben, so, oh Leute, wir haben uns ja gar nicht informiert, was alles offen hat. Aber ja, scheinbar trotzdem alles offen und wir könnten theoretisch nochmal gratis kommen, wenn die Corona-Sachen da vorbei sind. Wir gehen wahrscheinlich jetzt zur Bobkartbahn, oder? Ja. Ich bin gerade sehr angetan vom Park. Also ich bin überrascht. Hier gibt es ja doch voll viel. Ich dachte, das wäre nicht so der Riesenpark. Hier kann man ja richtig Zeit verbringen. Das war lustig. Hier war so eine Kartbahn mit so etwas größeren Karts. Hier ist die Wasserbahn, glaube ich. Ja, das war voll lustig. So ungefähr die Größe von den Reifen von den Karts, das war so ungefähr wie im Panoramapark früher. Nur die waren halt so ein bisschen höher. Aber es war lustig. So, geht's jetzt hier zur Wasserbahn oder ist das der Ausgang? Sieht aus wie der Eingang und der Ausgang. Die sieht schon ein bisschen strange aus, die Wasserbahn. Die sieht auch sehr eng aus. Ah, komm, lieber nicht gucken. Ich kann da gar nicht mehr auf! Oh, meine Maske ist durch. Meine auch! Ui, diese Wasserbahn war definitiv nass. Und unsere Maske ist auch durch jetzt. Uiuiui, das spritzte und auf einmal spritzte es und es spritzte und es hörte gar nicht auf zu spritzen. Die Wasserbahn ist voll lustig, weil die sieht so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen selbstgebaut aus. Auch wie diese Stromschnellen, die danach noch kommen. Aber das ist halt auch so gut gemacht, weil hier haben die halt so einen Auslauf, dass gar kein Wasser verloren geht, weil die arbeiten hier quasi mit zwei Wasserkreisläufen. Wir haben einmal einen oberen Bereich, das ist der hier. Da ist hinten so ein Schaufelrad und das Wasser ist alles auf einer Ebene und es wird quasi durch dieses Rad angetrieben, dass da so ein kleiner Strom im Wasser ist. Und dann geht es halt über die beiden Drops, hinten ist ein kleiner Drop in eine andere Ebene, die ein bisschen weiter unten liegt. Und da ist das gleiche auch nochmal. Da ist auch nochmal ein Wasserkreislauf mit so einem Schaufelrad. Und dadurch brauchen die keine Pumpen oder sowas, sondern haben das Wasser einfach immer hier drin und müssen dann nur das Schaufelrad anschmeißen und halt eben die Lifte. Und schon hast du eine funktionierende Wasserbahn. Cooles System. Ja, und ich fand es eigentlich ganz cool. Nässegrad ist in Ordnung, also schon eine der nässeren Bahnen. Hier, wie gesagt, die hat so ein bisschen so Stromschnellen nach der Abfahrt, wo das Boot nochmal so durchschippert, wo man so ganz viele Spritze abkriegt. Das hört irgendwie gar nicht auf zu spritzen. Das war schön, wir kommen später nochmal wieder zum Aufnahmen machen. Jetzt geht erstmal weiter und wir erkunden den Park so ein bisschen. Hallo Sarah. Wir rutschen jetzt hier diese Rutsche. Das war schon im Bayernpark so lustig. Da wird es jetzt noch lustiger werden. Wow.
geiler, ey. Noch geiler als im Bayernpark. Und wir fahren jetzt die Afrika-Fotosafari. Wir müssen Sachen fotografieren. Und wenn man ganz viel fotografiert, kriegt man ganz viele Punkte. Und dann ist man gut. Und es gibt wieder Glasflaschen. Oh, das schmeckt so lecker aus Glas. Hier sind die Fotoapparats. Aber fotografieren können nur die vorne. Die vorne da, da waren voll Stöpfe an den Winkel. Nee, noch nicht so. Die Lichter ziehen oder den Knopf? Die Lichter blieben dann bei. Hier oben den? Okay. Welcher Knopf? Der hier. Aber kann man noch anklicken? Der wird schon. Einfach betätigen, reinschwimmen. Jetzt wird fotografiert. Ich weiß halt jetzt nicht, ob du den getroffen hast oder ich. Ah, den habe ich getroffen hier. Du hast ja alle schon vor mir. Hier geht's rein. Cool, Dark Ride Part. Hey! Ende. Ich habe alles fotografiert, was man fotografieren konnte. Doch, da hinten auf dem Bildschirm. Ich glaube, ich habe gewonnen, Sarah. Aber wir waren jetzt beide nicht so gut. Wagen 3 Grad, der war gut. 9000 Punkte, was sind das denn für Pros? Guck mal hier, am besten des Tages waren erst 4000 Punkte. Scheint jetzt. Ich habe mir das falsch gemerkt. Ich dachte, die Grünen geben die meisten Punkte. Ich habe die ganze Zeit nur die Grünen. Ich habe die ganze Zeit auf Blau geballert. Es ist sehr verwinkelt hier, das muss man sagen. Das erinnert mich ein bisschen an Schwabenpark optisch. Ja, es ist halt auch extrem viel übereinander gebaut. Da hinten die Bobkartbahn und die Wasserbahn. Und was war da noch? Diese Kartbahn, die erste, die wir gefahren sind, die kreuzen sich da voll oft und daher alles ist total verwinkelt. Es gibt noch eine Eisenbahn, es gibt noch eine Monorail und wir gehen jetzt auf den historischen Jahrmarkt, denn da steht noch ein Count, der letztes Jahr eröffnet wurde. Und ja, eigentlich sollten wir uns den holen können, so wie es aussieht. Quasi der kleine Zar in klein. Mindestgröße 2 Jahre. Hä? Maximal 2 Erwachsene pro Fahrzeug, passt auch. Wow, rückwärts! Einer geht noch rein. Und fährt die Mutter rein, die Kiste. Schaut mal, Leute, das ist ein Autoscooter, der sich die Fläche mit einem Kinderautoscooter teilt. Da haben wir den großen, aber dann haben sie einfach sowas da reingezogen und da haben sie hier noch für Kinder einen, aber die teilen sich den gleichen Strom quasi. Ja, dann Abfahrt. Und guck mal, da geht noch mehr Fläche flöten, weil da einfach nur Weg draus gemacht wurde. Das war ja mal eine strange Autobahnfahrt, Autoscooterfahrt. Man darf sich gar nicht rammen. Da haben wir was falsch gemacht, Sarah. Ja, das kann man ja nicht. Zum Anfang. Egal. Aber war lustig, die haben ganz schön Speed, die Dinger. Eigentlich wollten wir zu diesem Freefall Tower da gehen. Aber wir haben gerade das Klettern entdeckt. Wir gehen erstmal noch eine Runde klettern. Da hinten sind noch Floße, die würden eigentlich hier stehen. Aber wir fahren jetzt kein Floß. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen klettern. Schwimmen darf man nicht. Und vielleicht fahren wir gleich die anderen Floße. Guck mal, die kommen jetzt hier rüber. Ja, dann einmal klein machen und krabbeln. So wie die Sarah. Oh, mein Handy fällt bestimmt ins Wasser. Pause. Oh, Leute. Sarah, bist du der Kapitän? Oh, ein Stock zum Floß fahren. Sollen wir uns auf den Floß stellen? Oh, Moritz ist zu fett für dieses Floß. Ich glaube, ich setze auf. Ich kann nicht filmen und stocken. Das sind Räder unten drunter. Ah, dann setze ich nicht auf. Ich bin jetzt deine Mongolfiere. Ne, wie nennt sich das? Gondoletta oder so heißt das. Du bist zu fett, glaube ich. Da müssen wir hin. Du musst uns da einparken. Wie soll ich das denn machen? Du weißt schon, dass wenn wir richtig weit von dem Ding weg sind, dann nicht mehr zurückkommen, ne? Wollen wir nicht doch besser das lassen? Dann kommen wir hier nicht mehr weg. Das ist dir klar, ne? Egal. Wenn du das nicht schaffst, denn... Kannst du mal was filmen, was interessant ist? Was soll ich denn filmen? Was Interessantes. Du machst nichts Interessantes. Doch. Das ist ganz schön anstrengend. Nein! Meine Socken! Ich hab dir gesagt, das war eine Scheiße. Wir versiegen. Da kommen wir gar nicht mehr hin. Komm, wir gehen wieder zurück. Wir schaffen das nicht. Hilfe! Wir hängen fest. Wir bald gehen wieder auf das da, bevor es gleich nicht mehr geht. Was? Wir gehen wieder auf das andere. Dann können wir da wieder einsteigen aufs Schiff. Wir sind jetzt gleich eh durch. Das war ja auch deine Idee. Tschüss, Sarah.
Wir haben schon richtig viele Zuschauer übrigens. Wir müssen jetzt noch auf das, dann können wir wieder zu dem Schiff. Okay. Wir haben es gleich. Nein! Komm, das schaffst du, stell dich da drauf, da ist eine Rolle. Kann man nicht sehen. Was ein Abenteuer. Wir sind wieder da. Puh, was ein Erlebnis. Bitte das Floß nach der Fahrt befestigen. Womit denn? Mit dem Befestigungsseil. Wow. So, jetzt fahren wir aber Freifahrtturm. Das war abenteuerlich. Aber richtig hart. Ich habe uns schon in dem Wasser gesehen, aber... We got stuck on the Floßfahrt. Wir fahren jetzt den Hoppel die Hop Tower. Nein, warte! Guck mal, da ist auch ein Jumping. Oh Mann, ich sah das war. So. Und jetzt testen wir die Neuheit, oder? Das da ist übrigens die Station der Monorail, die fährt auch oben irgendwie noch durch. Ist lustig. Dark Ride Parts haben die hier gerne in dem Park. Und jetzt kommen wir zur Neuheit in diesem Jahr, Krawum. Eine Art, ja, es basiert quasi auf dem Prinzip des fliegenden Teppichs. Geht der auch rum? Nee, ist nur eine Schaukel. Oder wird es schlecht? Ja, deswegen, ich habe auch ein bisschen Angst, dass mir schlecht wird. Aber Mundschutz auf und rein in die Kiste. Uiuiui, mir ist jetzt schon schlecht. Der wechselt ganz schön schnell die Richtung. Jetzt einmal rauf. Ich stehe jetzt hier vor dem Dingen. Voll lol. Da ist einfach gar kein Reibrad drunter, sondern das ist total lustig. Da wird immer so ein Gewicht hin und her gezogen. Und das zieht es quasi immer auf die Seite, wo es dann schwerer ist, rutscht dann die Gondel so hin. Das ist quasi wie wenn man selbstständig Schwung gibt in so einer Schaukel. Könnte man bei Looping the Loop ausprobieren. Das macht quasi hier das Ding durch die Gewichtsverlagerung. Da ist ein Elektromotor drin, der schiebt dann über zwei so Exzenterarme immer das Gewicht unter der Gondel hin und her. Das ist voll lustig. So, und jetzt, Sarah, wo warst du gerade? Sarah ist fertig. Hier war Sarah rutschen. Das ist für kleine Kinder gedacht. Also das ist alles super eng. Man sieht es da oben. War die Rutsche denn gut? Kinder kommen da gar nicht hoch. Da muss man sich nämlich hochziehen. Also eigentlich braucht man doch Erwachsene. Ein bisschen gefordert werden muss man ja schon. Ja, aber das war schon alles hochvoll. Hier kann man auch Schweine bürsten. Oh ja, bürste das Schwein. Welcher Sinn ist dahinter? Ja, Kinder, die gerne Schweine pflegen. Was ist denn das? Guck mal, wie hoch das ist. Und guck mal, wie lang man einfach unterwegs ist da drin. Und da hinten ist irgendwie nochmal so eine Rutsche. Das sind ja voll die riesen Dinger. Wir machen alle, Sarah. Ah! Wuhu! Wow! Wer bleibt nass? Mein ganzer Hintern ist nass. Wie lang ist denn das Ding? Das ist ja Wahnsinn! Wow! Ich bin komplett nass! Ich weiß, dass mein Arsch komplett nass ist. Da sind so viele Wellen in dieses Boot geschwappt von der Seite. Aber da war so ein Loch in der Rinne. Das war. Und da ist es einmal so ein Bogen rausgespritzt. Ich weiß nur, in den Kurven jedes Mal kam so eine Riesenwelle. Das ist voll lang auch. So mal macht so eine Rollenrutsche nur so eine Helix. Ja. Das macht irgendwie 800 Kurven. So, jetzt die Wellenrutsche. Die haben so viele Rutschen. Zwei Wellenrutschen, zwei Röhrenrutschen und noch eine Steilrutsche. Und die sind alle unterschiedlich. Aber die sind mega geil. So, jetzt wieder Maske auf und weiter geht's. Ui, ist ja ganz schön Wasser. Ah, ist ja spannend. Wow. Ist ja gar nicht so lang wie die andere. Gleich geschafft, nur noch die Steilrutsche. Ach du Schitte. What the fuck? Tschüss!
Hui, das wird aber schnell. Wir haben alle Rutschen geschafft. Was war das bitte, ey? Damit hatte überhaupt keiner gerechnet. Guckt euch diese Rutschen an. Das ist ein Rutschenkomplex mit 5 Rutschen. Am besten ist echt diese in der Mitte, die Röhre. Die ist so lang. Ich habe mich echt gefragt, wann endet das? Das war richtig krass. Naja, jetzt fahren wir mal diese Koggenfahrt, die auch sehr hübsch aussieht. Abfahrt! Nach diesen ganzen lustigen Fahrten hier in der Ecke nehmen wir gleich die nächste lustige Fahrt mit. Und wahrscheinlich auch die Hauptattraktion und auch die größte Attraktion dieses Parks. Wir gehen zum Rafting. Das ist erreichbar über eine Brücke, die hier über so eine Straße geht. Und das Rafting ist von 11.30 Uhr bis 16.45 Uhr geöffnet. Tja, ich bin gespannt. Das ist ja schon eine Riesenanlage. Und da oben ist gleich mal die Station auf dem Berg. Und da hinten ist auch noch so ein FBF Visa Splash Battle. Schauen wir mal. Essen gibt es hier auch. Da haben wir auch noch was von bestimmt gleich. Und hier ist das Rafting. Wir legen los. Unser Boot. Oh oh. Oh, oh nein, da ganz der Rücken. Die drehen sich ja gar nicht. Hui, hallo. Da hinten war auch ein Auto, was von einem T-Rex gejagt wird. Echt? Ja, aber das ist so Schienen. Oh, wir wurden fotografiert. Wir sind gerade mit diesem Rafting hier gefahren. Dieses Riesengerät, also das ist auch schon eine ordentliche Nummer für diesen eher kleinen Park. Er ist gar nicht so klein. Jetzt haben wir gerade noch ein paar Kekse gegessen und werden uns jetzt gleich noch mal eine Runde genehmigen. Ja, dann schauen wir mal, dass wir was zu essen finden. Wir haben nämlich noch ein bisschen Hunger. Ja, es gibt halt irgendwie hier überall das Gleiche zu essen. Überall gibt es Bratwurst, Currywurst. So, bei manchen gibt es dann nicht mehr. Dann gibt es manchmal noch einen Hotdog. Hier gibt es dann irgendwie so ein Dino-Menü. Da gibt es dann 2 Dino-Chicken Nuggets mit bei. Und ich habe aber auch schon was gesehen, da gab es richtig Chicken Nuggets. Die Pizzeria hat leider zu. Hier gibt es nur noch eine Pizzeria hier unten, aber die hat leider zu. Und ja. Aber hier hat man schon so einen nicen Überblick. Das ist die Station da hinten, nicht großartig thematisiert. Aber der Rest, extrem viele Dinos auf dieser Wasserbahn. Und ja, es sieht halt einfach extrem gut aus. Aber die ganzen großen Dino-Animatronics funktionieren leider nicht. Also da hinten ist ein großes Ding, das dreht sich eigentlich. Da fliegen dann so große fliegende Dinos. Dann ist da hinten irgendwie was, das sieht cool aus. Da ist auf Schienen irgendwie wie so eine Kindereisenbahn, aber es ist halt quasi nur als Thematisierung. Da ist so ein Auto mit einem Professor drin und dahinter rennt so ein Dino her, der jagt den. Aber das fährt leider auch nicht. Und generell sah das richtig cool aus. Die haben richtig gute, große Animatronics. Ab und zu geht in der Mitte hier ein bisschen was Animatronic-mäßig an. Das sind 2 so Dinos, die miteinander kämpfen. Das sieht auch schon ziemlich cool aus. Und ja, sonst schon ziemlich nice. So, Sarah ist schon wieder fertig und dann würde ich sagen, legen wir doch direkt wieder los und fahren noch eine Runde. Juhu! Oh! Oh! Diese Fahrt war definitiv ein kleines wenig nasser als die letzte. Und hier bricht wieder der Vulkan aus. Wir haben uns gesagt, das Splash Battle, das knicken wir uns, weil da waren... Das Problem ist halt, wenn die Boote sehr nah aneinander sind, dann wird man auch sehr, sehr nah nass. Und das ist nicht gut. Deswegen mache ich ein paar Filmchen noch und dann lassen wir dieses Splash Battle lieber weg.
Und dann denkst du, du hast im Park schon alles gesehen. Hört Sarah, ja, wir fahren jetzt noch Geisterbahn und sowas. Und ich denke mir so, was für eine Geisterbahn. Ja, jetzt haben wir hier die Piratenfahrt gefunden. Und ich gehe davon aus, dass das so eine Art Dark Ride, die Geisterbahn werden wird. Da kommt auch schon ordentlich Musik raus. Und ja, machen wir das doch mal. Wow, ho, 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 ho. Glück, drückt uns die Daumen, dass wir die Schiffsschaukel überleben. Du darfst dich halt nicht darauf konzentrieren, auf irgendwas anderes. Du musst wissen, du bist jetzt hier drin und schaukelst ganz viel. Dann passiert auch nichts. Ja. Also ich habe es ganz gut überlebt. Die Sarah nicht so scheinbar. Der ist ein bisschen schlecht geworden. So, wir haben jetzt lecker gegessen. Da hinten, quasi bei diesem Shop da hinten. So ein Teller mit Pommes, Mozzarella Sticks und Chicken Nuggets. War in Ordnung. Wir würden jetzt gerne aber noch eine Runde Bobkartbahn fahren. Ich habe jetzt gerade noch so ein paar Aufnahmen gemacht. Einfach so für die Einblendung hier im Video, dass man da auch ein bisschen was hat. Hier schwimmt Nessie aus alten Rohren. Ist irgendwie auch eine nice Idee. So, auf geht's. Aber deutlich schneller als heute Morgen. Ja, richtig Wumms hinter. Ja, muss ich echt sagen, das hat mir gefallen. Aber das war jetzt schon richtig flott. Vielleicht muss man auch ein bisschen Abstand halten, dass heute Morgen einfach alle zu nah aneinander losgefahren sind. Oder so. Ein Laserplanet, das ist quasi sowas wie Funny Fuchsbau in Fort Fun. Ist aber leider geschlossen bezüglich Corona. Da haben wir noch Glück gehabt, dass die Sarah mich noch daran erinnert hat. Wie ihr seht, da stehen Autos. Wir sind nicht mehr im Park. Wir sind gerade raus aus dem Park. Wir haben eigentlich alles erlebt. Und wir haben noch einen Termin. Denn wir fahren gleich noch nach Bodenwerder. Wer diese Stadt kennt, der weiß auch, dass dort eine Sommerrodelbahn ist. Und ja, diese Sommerrodelbahn ist keine gewöhnliche Sommerrodelbahn, sondern ein Alpine Coaster. Und das heißt, für uns ist es ein Count. Wir sind es beide noch nicht gefahren. Lang? Das heißt, wir holen einen neuen Count. Ich weiß nicht. Ich glaube, so lange ist die nicht. Ich glaube, damals, wo ich die anderen Vlogs von den anderen Menschen gesehen habe, war das schon irgendwie recht kurz und auch nicht so geil, hat die Nathalie zum Beispiel gesagt. Aber ja, die nehmen wir noch mit, weil die ist in einer halben Stunde von hier entfernt. Und von dort aus geht es dann für uns zum Hotel, denn wir machen ja so eine kleine Tour hier über die Feiertage. Heute ist Fronleichnam, morgen haben wir einen Brückentag in NRW unten, das haben die halt hier oben im Norden nicht. Samstag und Sonntag geht es auch noch weiter und ja, am Samstag machen wir quasi einen Switch und fahren dann auch noch in die Niederlande rein. Also seid gespannt. Hier steht mein Auto und wir fahren dann jetzt mal. Hier, falls ihr die Musik hört, ist übrigens die Märchenwalzerfahrt. So, Leute, wir sind jetzt angekommen in der Baron Münchhausen Stadt. Lügenbaron. Lügenbaron. So heißt es hier. In Bodenwerder. Und wir haben uns jetzt ein Ticket gegönnt und hier befindet sich eine Sommerrodelbahn, die jetzt doch ein bisschen länger ist, als ich erwartet habe. Sieht zumindest so aus. Und ja. Hier muss man auf dem Gelände keinen Mundschutz tragen, auf dem gesamten Gelände nicht. Ganz schön nass gewesen hier auf einmal. Die haben ganz schön viele Rodelrodeln hier, ne? Ganz schön viele Rodeln. Guck mal, was da alles an Rodeln steht. Ja. Die sind ja nach Farbe sortiert quasi. Ja, war jetzt nicht der längste, aber auch nicht der kürzeste, aber auch nicht der schnellste. Nein, also aber so auch richtig nicht der langsamste.
Ja, aber so richtig auf Geschwindigkeit bist du auch nicht gekommen, so finde ich. Aber ist okay. Coaster Count plus 1. So, sollen wir hier mal das noch machen? Das ist genau meins hier. Und Action. Kann man Loopings machen hier. Wo ist eigentlich Sarah? Sarah, du bist dafür doch viel zu groß. Das haben wir im Potspark schon gemerkt. Das macht aber komische Geräusche. Weißt du, was ich schlimm finde an so Rollbahnen, wenn die so Aua-Dinger haben? Hat das ja auch. Die sind am Ende der Bahn aufgehängt, hier die Dinger, damit man langsam fährt, weil sonst tut's weh. Und ich bin halt schnell gefahren und das hat weh getan. Wo will sie hin? Okay. Oh. Hier erklärt der Lügenbaron, wie man zu rodeln hat. Aber das haben wir jetzt halt zu spät gesehen. Oh, Sarah reitet hinter Lügenbaron hinterher. Er wird mit der Kanonenkugel weggeschossen. Oh, das machst du super, Sarah. Da kann man auch Tisch-Minigolf spielen oder sowas. Das muss man dann mit so einem Billardding machen. Da hinten gibt es eine elektronische Kletterwand. Guck mal, die hört nie auf. Da bist du nur am Klettern. Wir sind auf jeden Fall noch in Niedersachsen. Wir wissen nämlich nicht so genau, wo wir hier gerade sind. Aber guck mal, hier hat alles einen Dark Ride-Part. Der Zug, die Boote. Da sind sogar Fische drin in dem Aquarium. In der Mittelstation war auch ein richtiger Hit, lief da. Naja, gut. Das soll es dann hier auch gewesen sein. Sollen wir noch ein kleines Fazit sagen, so von dem ganzen Tag mit dem Park von Rusty auch? Mhm. Also hier war jetzt so, habt ihr ja schon gehört, war in Ordnung. Und Rastiland, genau, da waren wir gerade zuletzt noch. Wie hat es dir denn da gefallen, Sarah? Sehr gut. War schön. Das war ein schöner Park. Ja, ich fand Rastiland auch supi. Weiß ich nicht, also so, ich habe gesagt, das kommt, ist alles so runtergekommen, aber ist es überhaupt nicht. Also war ein ganz entspannter. Richtig entspannt, schön, man muss nicht lange warten. Die haben so viele Sachen da, viele, viele Rundfahrten und vor allem diese Rutschboote und auch die Rafting-Ecke ist ganz nice. Sachen. Ja. So eine richtige Achterbahn wäre halt noch cool da, ne? So eine etwas größere, wo halt alle, muss gar keine Looping-Achterbahn sein, aber so eine richtige Familienachterbahn oder so. So ein Gerstlauer-Ding, irgendwie sowas Cooles, sowas Größeres. Das wäre dann auch cool, dann ist der Park so richtig so, dann kann man den auch, weil jetzt ist der immer so, da fährt man auch gerne mal dran vorbei. Aber wenn die dann so eine spezielle Achterbahn haben, eine größere, dann fährt man da auch nicht gerne mal dran vorbei. Naja gut, wir sagen auf Wiedersehen, genauso wie die Rodel-Susi. In diesem Sinne sehen wir uns dann im nächsten Video der Tour wieder. Ich verrate noch nicht so viel, aber wir fahren jetzt nach Soltau in unser Hotel. Ihr könnt ja mal raten, wo wir morgen sind.